Ja, herzlich willkommen zur heutigen Markteinschätzung, Märkte, News, Termine, Top-Aktien der Woche. Wie immer mit der Risikohinweis an dieser Stelle, das ist die Kurzfassung, am Ende gibt es noch eine längere Version. Ja, kurzer Überblick, was machen wir heute? Wir haben hier die News, Punkt 1, dann Märkte, Punkt 2. Dabei beschäftigen wir uns mit DAX 30, Dow Jones 30, FTSE 100, dem Forex-Bereich, Euro, US-Dollar und Cable, Rohstoffe, Gold und Brent Oil. Dann kommen wir schon zu den Top-Aktien der Woche. Vier an der Zahl, großartige Werte dabei. Und dann sind es auch schon die Termine unter Punkt 4 und zum Schluss nochmal Kontaktdaten. Ja, News zunächst einmal. Wir haben hier Börsenkurse, die dort weitermachen, wo sie Ende 2016 aufgehört haben. Der DAX steigt zum Jahresauftakt um 1%. Heute etwas zurückhaltender, minus 0,3%, aber wie gesagt, wir hatten ja so eine Dezember-Rallye und die hält hier auch an. Und wir haben eine Meldung von der LSI, die möchte unbedingt den Deal mit der deutschen Börse über die Bühne bringen und dazu soll die Clearing-Sparte Euronext an Euronext verkauft werden für eine halbe Milliarde Euro in bar. Und ja, infolgedessen soll, wie gesagt, dann auch dann der Weg freigemacht werden und die Bedenken aus dem Weg geräumt werden, dass man dann fusioniert mit der Deutschen Börse AG. Wir haben hier tolle Daten, die durchaus überzeugen. Wir haben hier die Verbraucherpreise aus der Eurozone, also Inflationsdaten, die hier jetzt überraschend stark gestiegen sind, und zwar auch von 0,6% auf 1,1%. Und das ist natürlich, das freut den Herrn Draghi, weil er da seine Politik im Aufwind sieht dadurch. Denn das einzige Ziel, das er verfolgt, ist natürlich aktuell wirklich die Inflationsrate anzutreiben und natürlich neben der Preiswertstabilität. Aber wie gesagt, 2% werden immer vorgeschoben und jetzt sind wir schon bei 1,1%. Und ja, auch die Stimmung in der deutschen Börse sehr gut und der Wirtschaft. Deutsche Industrie meldet hier Zahlen, Produktionsmanager-Index, also die Stimmung in der deutschen Industrie, legt hier von 55,5% auf 55,6 Punkte zu. Ist zwar nun ein leichter Anstieg, aber wenn man das mal auf der langfristigen Ebene betrachtet, dann haben wir hier einen Anstieg von Mitte 2012. Hier zwar lag dieser Wert dort noch bei 42,5%, also hat er hier auf überall 12 Punkte hier zugelegt. Also es ist ein konstanter Anstieg, also die Stimmung immer besser. Und die Arbeitslosenzahl fällt infolgedessen auch immer weiter. Wir haben jetzt ein Rekordtief, minus 17.000 sogar jetzt auf 6% nur noch. Und der Wert, also der Arbeitslosenzahl, die Prozentzahl ist so tief wie seit kurz nach der Wende nicht mehr. Und zwar seit 1991. Und positiv ja auch jetzt mal wieder von den Nachrichten von den Bankentiteln. Wir haben hier Commerzbank und Deutsche Bank, die hier weiter Aufwärtsgang sich befinden und weiter ansteigen. Wir haben hier ja so einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend und das gucken wir uns auch nochmal genauer an. Und das ist wirklich sehr erfreulich. Kurz nochmal hier eine Übersicht, das habe ich hier von der Seite börse.de und die haben hier eine tolle Übersicht gemacht und zwar die voraussichtliche Dividendenzahlung der DAX-Konzerne 2017. Und man sieht hier, dass Allianz zum Beispiel hier eine Dividendenrendite von 5% anstrebt. Das ist sehr schön, nur getoppt von Daimler 5,2. Und wir haben hier noch die ProSiebenSat.1 6,1. Und ja, Allianz wird zum Beispiel 7,50 € ausschütten. Und man sieht hier auch ganz rechts auch die Termine der HV, wie gesagt, von der Seite börse.de. Sehr schöne Übersicht. Und hier nochmal Hinweis, falls man auch kein Konto hat, kann man diese Werte natürlich auch alle handeln hier im MetaTrader. Und auch direkt im Browser möglich, einfach unter hanseatic-brokers.de/Plattform mal gucken. Über 7 Handelsplattformen stellen wir zur Verfügung und darunter auch eine Social Trading Plattform Swipe Stocks, die rasenden Anklang findet und wo man auch Aufträge kopieren kann. Zunächst einmal die Märkte. Wir wollen uns mal angucken, wie sich das Ganze hier im MetaTrader entwickelt hat. Und dazu wechseln wir mal hier rüber. Wir starten wie immer mit dem German 30, mit dem DAX 30. Wie gesagt, DAX 30 heute minus 0,3% hinten. Gestern, wie gesagt, 1% vorne gleich zu Jahresauftakt. Und wir haben hier Werte. Deutsche Börse ist wieder bei der Gewinnern zu finden, bei den Gewinnern zu finden. Wir haben hier einen Anstieg von 1,64%, gefolgt von der Lufthansa 0,76%, Bayer 0,74% und auf der Verliererseite haben wir hier auf jeden Fall ThyssenKrupp 1,69%, Linde 1,62%, dann kommt schon die Conti. Ja, aber der DAX, wie gesagt, der hat sich toll entwickelt und man sieht hier nochmal, er hat sich nochmal verbessert, gleich nach
Jahresbeginn, man sieht das hier schön. Er ist jetzt auch über die 11.438 rüber und die nächste Zielmarke von uns hier, das sind die 11.668, gefolgt hier von, das ist dieser Peak hier links, die 11.800 glatt. Und dann kommen auch schon unser All-Time-High hier, 12.384. Also der DAX hat dieses Gap hier noch nicht ganz geschlossen, ist ja noch also die Möglichkeit hier an dem Anstieg teilzuhaben, wenn man hier den DAX kauft. Und RSI hat ja auch noch eine schöne Entwicklung genommen, ist ja schon über dem 70er-Bereich. Und gucken wir gleich mal hier zum großen Bruder hier, zum Dow Jones 30. Und Dow Jones, wie gesagt, 0,1% vorne gewesen bisher. Und wir sehen hier, dass die 20.000 jetzt auch fast erreicht worden sind. Und aktuell hier bei 19.880. Die Berichtssaison beginnt ja wieder in Kürze traditionell mit Alcoa, dem großen Aluminiumhersteller. Ja, gucken wir nochmal hier in die 4-Stunden-Ansicht. Dann sehen wir hier, dass die, wie gesagt, die 20.000 noch nicht ganz erreicht wurden. Aber wir sind nah dran. Und wie gesagt, das ist ja natürlich unsere nächste Zielmarke hier, diese magische Zahl von 20.000. Aktuell, wie gesagt, in der Range, hier so knapp unter dem 19.753 und den 20.000. Aber nach wie vor positiv gestimmt und hier die 200-Tages-Linie haben wir auch noch hinter uns gelassen. Schauen wir mal hier zum FTSE 100. Da hat er jetzt das Gap geschlossen und ich hatte auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch jetzt hier auf jeden Fall dabei sein muss. Dieses Gap hier wurde jetzt geschlossen. Wir haben jetzt also das All-Time-High hier erreicht, hier von den 7.133, aktuell darüber, 7.180, es geht also weiter positiv vorwärts. Du hast hier positive Entwicklung hier, vor allem im RSI und MACD. Und ja, schauen wir gleich mal weiter hier zum Euro. Euro hier wieder leicht im Aufwind. Wir hatten hier, ja, wie gesagt, hier schon die Linie von 1,03 geknackt und hatten wir einen leichten Aufwärtstrend wieder jetzt zu verzeichnen, einen ganz kurzfristigen 0,2% jetzt vorne, wie gesagt, und trotzdem hast du hier eine negative Entwicklung und du hast vor allen Dingen auch seit dem vergangenen letzten Jahr hast du eine leichte negative Tendenz zu verzeichnen hier beim Euro. Also, wie gesagt, das hier ungefähr die Jahresanfang. Du siehst hier, wir sind ja auch leicht drunter. Also der Euro auf Jahressicht 2016 hier hat er hier Wert verloren um die 2% und ist hier weiter im Abwärtstrend begriffen. Wir gucken uns mal hier die 4-Stunden-Ansicht nochmal an beim Euro. Und das ist jetzt hier auch der Bereich, in dem wir jetzt hier sprechen. Das ist ja die Marke von 1,03 und du hast hier im oberen Bereich hier die Marke von 1,06 und am besten hier nochmal den Auftrag hier auf einem fallenden Euro hier platzieren, würde ich so zumindest so machen. Nochmal zum Cable. Cable hat auch weiterhin hier Abwärtspotenzial und das siehst du hier, ich hatte hier nochmal den Ausbruch hier gekennzeichnet. Wie gesagt, wir hatten hier die Basis von 1,20 und hatten hier noch den Anstieg zu verzeichnen bis auf 1,25 und da ist er jetzt wieder raus. Ich hatte hier diese Linie hier eingezeichnet und würde daher trotzdem hier weiter negativ hier fokussiert sein. 1,20, wie gesagt, die Möglichkeit hier nochmal einen Verkaufsauftrag zu platzieren. Sieht nämlich aktuell auch wieder so aus, dass er weiter an Boden verlieren wird, was natürlich positiv ist für die britische Wirtschaft, waren wir dadurch für Käufer günstiger. Was ja auch aktuell Werte bei uns befeuert, wie viele Autotitel, die aktuell positiv sich entwickelt haben, weil der Euro günstig ist. Und gleich nochmal rüber, wir haben hier das Gold heute, Goldpreis 0,6% vorne. Nach dieser ganzen Abwärtsphase haben wir ja so einen leichten Haken nach oben hier zu verzeichnen. Wir kommen hier von den 1.121 und haben hier schon wieder die 1.166 erreicht. Aber wie gesagt, glaube nicht, dass hier von fundamentaler Bedeutung ist dieser Haken. Wir haben viele Werte, die sich gut entwickelt haben, viele Aktientitel, da ist einfach mehr Geld zu verdienen und
denke, das wird hier weiter eine negative Tendenz haben. Kommen wir gleich mal zum Öl. Öl ist schon seit Monaten hier im Aufwärtstrend, immer wieder leichte Rücksetzer, aber das waren immer viele Leute, die haben ihre Gewinne mitgenommen. Und siehst du auch, wir sind auch über der 200-Tages-Linie drüber. Heute Ölpreis hier 0,2% vorne. Gibt immer wieder so kleine Ausreißer hier, aber letzten Endes hast du hier alle drei gleitenden Durchschnitte, die wir hinter uns gelassen haben, was sehr positiv ist. Und wir haben auch schon wieder die Marke von $55 hinter uns gelassen. Zwischenzeitlich, wenn wir ein bisschen näher das Ganze betrachten, dann sehen wir hier, dass er eigentlich relativ zuverlässiger ist hier der Ölpreis jetzt hier. Ist jetzt einfach hier die Aufwärtsphase, jetzt die langfristig jetzt greift und die auch Bestand hat. 53 hast du ihn aktuell hier auf der, hast du die Möglichkeit, den Ölpreis hier einzusteigen. Und ja, soviel zuerst mal zu den Hauptmärkten. Wir gucken uns jetzt mal die weiteren Bereiche hier an. Wir haben hier die Top-Aktien, das ist natürlich immer der interessanteste Bereich. Und da wollen wir doch mal einmal hier uns die Deutsche Bank angucken. Die hat nämlich 80% Kursplus seit dem 1. Oktober zu verzeichnen. Ja, gucken viele vielleicht ein bisschen komisch, aber wir sehen uns das gleich mal im Chart an. Und wie gesagt, die wir wirklich mit einem starken Tendenz nach oben hier nach dem langen Preisverfall, kürzlich hier dbkgn.de. Und wie gesagt, nach den dubiosen Hypothekengeschäften gibt es jetzt, wie gesagt, oder gab es vor kurzem eine Einigung, 7 Milliarden werden gezahlt, Dollar an die US-Behörde. Auch Credit Suisse musste viel Geld zahlen infolge dieser Thematik, 5,3 Milliarden. Und dadurch ist aber auch viel Unsicherheit aus dem Geschäft jetzt rausgenommen, aus dem weiteren Geschäft der Deutschen Bank. Und wie gesagt, das ist sehr positiv. Anleger mögen ja diese sogenannte Blackbox ja nicht, wo man nicht weiß, was noch für Zahlungen auf ja auch die Aktionäre dann erwarten letzten Endes, die Anteilseigner. Also der faire Preis scheint jetzt bei der Basis von 9,86 € gefunden zu sein. Tiefer ist der Kurs nicht gefallen. Und der Kepler Cheuvreux, das Bankhaus, hat gesagt, Chancen-Risiko-Verhältnis ist jetzt ausgeglichen. Und der CEO Crane baut den Konzern jetzt weiter um. Geschäftsrisiken werden aus dem Unternehmen herausgenommen, sollen reduziert werden. Und auch die Abhängigkeit vom starken Derivategeschäft soll reduziert werden. Es soll also nicht so eine einseitige Geschichte sein. Man möchte sich ein bisschen davon halt distanzieren, Geschäfte in anderen Bereichen aufbauen und das also mehrere Standbeine dann stellen. Und er verschärft auch interne Kontrollen. Also soll jetzt also wirklich dann auch auf Linie getrimmt werden. Wir haben hier relativ moderate Analysteneinschätzungen, eher so auf Verhaltenseite. Ist auch eher ein spekulativer Gedanke, hier in die Deutsche Bank jetzt einzusteigen. Aber wie gesagt, seit Oktober hast du hier schon fast Verdoppelung des Kurses, muss man ja sagen. Also charttechnisch ist das ein sehr interessanter Wert. KGV historisch günstig 7,17, das ist wirklich gar nichts. Schauen wir uns doch mal gleich den Kurs mal an. Deutsche Bank, hier ist sie schon, DBKGN, und du siehst hier, wo wir jetzt hier reden. Also hier, das ist die Basis hier, 8,86, und guck mal hier, 18,6 haben wir jetzt schon mal getestet, und hier, das ist die 200-Tages-Linie, sind wir gerade drüber. Man kann die 200-Tages-Linie auch schön traden, das ist auch eine Strategie. Und du siehst hier, wie gesagt, fast hier eine Verdoppelung, 80%. Sind das hier, die das Ganze nach oben geht. Und wie gesagt, lass uns mal eben kurz die Daten hier dazu tun. Dann siehst du hier, Stop könnten wir zum Beispiel platzieren hier bei 14,21. Das ist ja nur dieser Rücksetzer hier gewesen, 14,21. Kursziele haben wir jede Menge. Wir haben hier im Schnitt einschätzungstechnisch hier 14,68, aber das ist, wie gesagt, schon Geschichte. 28 ist hier die Top-Meinung, das ist ja ungefähr in diesem Bereich. Und wie gesagt, es gibt zuhauf Kursziele. Einmal hier die 18,6, die wir gerade noch angetestet haben. Dann hier die 22,84, dann die 28 und dann kommt hier schon das Top, was wir in der Vergangenheit hier gesehen haben, um den 9.4.15.
Also, du siehst hier, es ist noch viel Potenzial nach oben. Also, ich würde hier einfach mal hier einen Kauf platzieren und einfach Stop-Loss, Take-Profit hinzufügen und das Ganze dann immer nachziehen. Charting ist das, wie gesagt, sehr interessant. Und scheint es wirklich aufwärts zu gehen mit der Deutschen Bank. Vergleichbare Charts kann man heranziehen, natürlich Commerzbank. Der Chart sieht ähnlich aus, auch sehr interessanter Titel. Und auch die Credit Suisse, ich hatte ja von ihr gesprochen, das ist hier. Schauen wir mal hier. Und der Chart, den kann man fast über den Deutschen Bankchart legen. Wir kommen hier von den 9, 74 und sind jetzt bei den 16. Also auch schon dramatischer Anstieg, also ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Also das nur mal so nebenbei. Das ist also der erste Wert. Und das ist die Südzucker, 24% Kursplus seit einem Jahr. Kürzel szug.de im MetaTrader 4. Und das Unternehmen profitiert vom Anstieg des Zuckerpreises. Mitte 2015 lag der Zuckerpreis bei 0,1 US-Cent und aktuell liegt er bei 0,21, also mehr als verdoppelt. Und davon profitiert das Unternehmen sehr stark. Und die Q3-Zahlen, die in Kürze kommen sollen, die sollen angehoben werden. Und die Jahresprognose ebenfalls. EBIT dann 97 Millionen, operative Gewinn 403. Und auch die Tochter Crop Energies, seine Bio-Ethanol-Produktionseinrichtung, hat die Jahresprognose ebenfalls aufgrund guter Quartalzahlen angehoben. Bisher sollten 670 bis 720 erreicht werden. Jetzt geht man von 760 bis 790 Millionen aus. Und so wird auch die Produktionsanlagen im englischen Wilton wieder angefahren, weil man da positiv gestimmt ist. Analysten sagen hier 8 an der Zahl, raten die Südzucker zum Kaufen, 5 zum Halten, 2 zum Verkaufen. Und der Wert sieht wie folgt aus. Hier ist er auch schon. Und wie man hier sieht, haben wir hier die 200-Tageslinie hinter uns gelassen. Und wir kommen hier von 9,50 Euro und sind jetzt hier auch schon bei 25 angelangt. Hier würde ich den Stop setzen bei 20,67. Aktuell hier zum Einstieg bei 22,76 möglich. Und anvisieren sollten wir das Ziel von 34,34. Aber gucken wir nochmal eben in die Präsentation rein. Dann sehen wir hier auch Südzucker. Wir haben hier das Top bei 30 laut Analysten. Das liegt knapp unter dem High hier, das zwischen dem um den 23. Dezember 2012 lag. Schon eine ganze Weile her. Im Schnitt aber haben wir hier eine Einschätzung von 23. Sind wir noch knapp drunter. Und wie gesagt, weitere Kursziele sind diese Peaks hier auf jeden Fall 25, 92 und 34. Das ist also hier die Möglichkeit hier Boden gut zu machen, hier diese ganze Range hier kann man hier mitnehmen, wenn das so weitergeht. Ja, eine Anregung noch habe ich. Wir haben einen sogenannten Saibo, der handelt für Sie automatisch, und zwar in der Swipe Stock App kann man direkt seine Präferenzen eingeben und dann wird automatisch gehandelt und das Ganze natürlich über die Seite swipestock.com/de/Saibo. Hier rechts, das ist auch nochmal bildlich dargestellt. So sieht er aus. Ja, weiterer Wert ist die Allianz. Ein sehr schöner Titel, sehr bodenständig aus München. Und man sieht hier rechts den CEO Bärte. Aktuell findet man keine geeigneten Übernahmekandidaten. Man war im Gespräch mit der italienischen Generali über das Frankreich-Geschäft. Ja, vielleicht wird das ja auch noch was, aber wahrscheinlich hat man sich preislich noch nicht geeinigt und ja, muss ja auch nicht so schnell gehen. Was macht man stattdessen mit dem ganzen Geld, das man einem auf die Seite gelegt hat? Man steckt es in eigene Aktien und daher kauft das Unternehmen eigene Aktien im Umfang von 3 Milliarden zurück. Das ist der erste Aktienrückkauf in der Firmengeschichte übrigens und insbesondere der Gewinn je Aktie wird dadurch verbessert. Ja, und zwar natürlich ist eine positive Nebenwirkung besser, als wenn man das Ganze als Sonderdividende ausschüttet. Und ja, was hat man jüngster Vergangenheit noch gemacht und hat sich ein bisschen auf die Niedrigzinsen, auf die Niedrigzinsphase reagiert? Und so wird man fondsgebundene Rentenversicherungen ein bisschen anpassen. Marktführer wie Allianz in Zürich haben die Mindesthöhe für zugesandte Rente korrigiert.
Kunden haben aber die Möglichkeit, in andere Fondsprodukte auszuweichen. 35% Kursplus seit Juli 2016, 6. Juli. Und wir haben hier 18 Analysten, sagen hier, Allianz ist für uns ein Kauf, 6 halten, 6 verkaufen, ein Überhang an Käufern. Und Kürzel alvg.de, MetaTrader. Schauen wir uns nochmal hier den Chart genauer an. ALVG, da ist er auch schon. Und gehen noch ein bisschen näher ran. Das hier die Tagesansicht wie immer. Und steigt hier, wie gesagt, seit dem 6.7. an. Hat das hier nochmal in einer vertikalen Linie nochmal gekennzeichnet hier. Und hier die Bodenbildung bei 118 Euro. Und wie gesagt, die nächste Zielmarke hier, das sind die 170. Die haben wir schon zweimal hier getestet. Das, wie gesagt, hier die Tagesansicht. Gehe ich mal in die Wochenansicht, dann sehen wir hier, wir haben noch ein weiteres Ziel, und zwar die 180. Ja, das ist hier vom 10.06.07. Und wir sehen hier eigentlich, im Grunde haben wir auch einen sehr schönen langen Anstieg zu verzeichnen, wenn wir hier die Wochenansicht sehen. Wir kommen hier also im Grunde genommen von den 42, und ist im Grunde tatsächlich ein ganzer Anstieg hier. Also das hier nur die kurze Korrektur von 170 auf 118, also super Möglichkeit hier noch auf 5 zu nehmen. Viele haben es auch schon viele gemacht. Ich habe Bekannte, die haben Allianz-Aktien schon eine ganze Weile. Und es ist ja auch ein schöner Dividendenzahler, wie gesagt. Über 7 Euro werden gezahlt jetzt auch nächstes Jahr. Und sehr breites Geschäftsmodell. Und gucken wir uns mal hier nochmal die Tagesansicht an. Was haben wir hier noch für weitere Punkte hier? Wir haben hier 190 als Top, habe ich jetzt gelesen. Und im Schnitt aber 164. Also noch 4 Euro hier mitzunehmen. Weitere Kursziele, wie gesagt, die 170, 180. Das sind also diese beiden Marken hier. Also ein sehr vernünftiger Standardtitel. KGV bei günstigen 11,26. Und das macht doch Freude. Vielleicht wird das auch mit dem Generali-Geschäft ja noch eine. Das ist noch einen guten Ausgang, und man kann das Geschäft zum guten Preis übernehmen. Ja, vierter Wert ist der folgende. Das ist die BMW. Hätte auch die Daimler nehmen können, aber BMW habe ich jetzt mit dem Vorzug gegeben. Der schwache Euro befeuert insbesondere Exporte. Deutsche Autobauer, da profitieren natürlich Daimler und auch die BMW davon. Der Aktienkurs von BMW läuft ein bisschen besser als von Daimler. Sehen wir gleich nochmal. Dafür ist aber BMW leicht jetzt hinter dem Premium-Hersteller Mercedes geraten. Es sind aber auch nur 69.000 Einheiten, also ersten 11 Monaten, ein Monat fehlt noch im Jahr 2016. Und ja, man hat natürlich mit Audi und Mercedes zusammen ja von Nokia den Kartendienst hier gekauft. Und Intel steigt jetzt mit ein, also ein sehr starker Partner. Und es geht hier auch um fahrerlose Autos, die dann damit arbeiten. Und ja, man reagiert jetzt ein bisschen so auf den deutschen Markt, der dreht sich ein bisschen, die Firmenstrategie muss darauf ein bisschen abgeändert werden. Und zwar wird das wahrscheinlich so sein, laut Experten, dass 2025 nur noch 50% der Deutschen ein Auto besitzen, ein eigenes. Der Rest nutzt eher Sharing-Angebote oder Mietautos. Und BMW hat ja mit Mercedes zusammen zwei Marktführer hier am Start, Drive Now und Car2Go, und da ist sogar eine Fusion im Gespräch, ob man sich nicht zusammentun möchte. Man ist auch international tätig, in Wien zum Beispiel, und in London kann man die Dienste nutzen, San Francisco. Also es ist gar nicht so ein nationales Phänomen. Also man hatte schon frühzeitig darauf reagiert, dass Leute gar kein eigenes Auto mehr besitzen möchten, sondern nur nutzen möchten. Und wir haben hier aktientechnisch hier 46% Kursplus seit dem 6. Juli wohlgemerkt. Kürzel ist BMWG. Kennen aber die meisten natürlich schon, weil BMW ein Klassiker ist. Und schauen wir uns mal hier den Kurs von der BMW an. Hier ist die BMW. Und wir sehen hier, dass wir jetzt hier wohlmöglich hier einen Turnaround haben. Viele sagen auch, Aktientitel sind ein bisschen unterbewertet, könnten jetzt profitieren nächstes Jahr. Wir kommen hier von den 123 und haben jetzt hier unser Low. Hier bei 63, das ist hier hinter der vertikalen Linie, 63,38 Euro, und haben jetzt schon die 91 hier schon wieder gesehen. Nächste Zielmarke, auf jeden Fall hier die 104. Und welche Zielmarken haben wir noch hier am Start?
Gucken wir mal hier. Wir haben 100. 10 als Top und 86 im Schnitt. Okay. Charttechnisch haben wir hier Zielmarken, wie auf jeden Fall hier die 104 und die 123. Und Stopp hier würde ich hier bei 86 setzen hier. Das ist hier der Peak, der hier nach unten gegangen ist. KGV bei günstigen 10, 12. Und ja, eine Übersicht habe ich hier noch. Das nochmal hier die Übersicht im Vergleich zu Daimler, also hier Quelle ist hier Bloomberg.com. Man sieht hier die Daimler und BMW-Chart und man sieht hier, dass der schwarze Daimler-Chart noch leicht hinter der BMW zurückliegt. Auch wenn Daimler jetzt der größere Premium-Hersteller ist, leicht hat man hier eine bessere Entwicklung jetzt hier gesehen bei den Münchnern. Ja, wie gesagt, das ist die vierte Empfehlung für heute. Sehr schöner Titel. Kommen wir zu den Terminen. Was ist hier noch bis nächsten Mittwoch hier ausschlaggebend? Wir haben hier FOMC-Sitzungsprotokoll. Da geht es nochmal darum, was ist die Meinung des Offenmarktausschusses hier. Heute, wie gesagt, um 20 Uhr. Da wird nochmal geht es nochmal darum, wie sieht die Fed die aktuelle Lage in der amerikanischen Wirtschaft. Und dann haben wir hier Veränderung Anzahl Arbeitsplätze. Alle, die nicht im Farmbereich arbeiten, das ist ein bisschen komisch eigentlich, aber vom Dezember. Und dann für Öltrader hier am Donnerstag jetzt hier 17 Uhr Erdöllagerbestand. Das gibt immer noch mal eine extra Bewegung. Bevor wir dann hier wirklich zur wichtigsten Datum kommen, zur die Arbeitslosenquote hier am Freitag 14:30 Uhr. Das ist wie gesagt das Allerwichtigste. Für die ganze Woche würde ich was sagen, bevor wir dann hier nochmal hier zum Jobs Report kommen. Und das sind also die Hauptpunkte hier für bis zum nächsten Mittwoch. Eine Anregung habe ich noch: Swipe Stock Apps, falls man die noch nicht ausprobiert hat, hier Social Trading über Swipe Stocks, einfach hier runterladen, kostet nichts, man direkt ausprobieren, Testkonto eröffnen, man kann Aufträge kopieren. Man kann selber handeln, alle Werte, die auch MetaTrader sind, und man kann dann diese Aufträge auch freigeben und man kann dann kopiert werden. Und wenn man echt Geld handelt, dann gibt es auch eine Rückvergütung für alle kopierten Aufträge. Man kann andere Leute finden. Es gibt da so eine Art Trade-Radar, ein regionales. Kann man andere Leute antreffen, man kann sich austauschen. Es gibt eine Messenger-Funktion in der App selber, es gibt Wettbewerbe und Vergütungen und es ist sehr spannend, laufend weiterentwickelt. Einfach mal reingucken. Kommen wir zu den Kontaktdaten. Ja, Sie können uns ganz einfach folgen über facebook.com/hanseaticbroker oder davor Twitter bzw. YouTube. Das ganze Video wird jetzt auch auf YouTube hochgeladen. Instagram sind wir zu finden und hier sind unsere Kontaktdaten, 9 bis 19 Uhr. Sind wir erreichbar telefonisch, E-Mail und hier unsere Website. Und hier nochmal die Risikohinweis, die Langfassung. Dazu sind wir rechtlich verpflichtet, weil natürlich Anlagen im CFDs auch mit Risiken behaftet sind. Ja, bedanke mich in diesem Sinne und bis zum nächsten Mittwoch.